Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 453 lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir in diesem großen Kampf auf deiner Seite kämpfen dürfen. Das haben wir zwar nicht verdient, aber du hast uns herausgerettet aus dem Reich der Finsternis und Herr, wir möchten gute Kämpfer sein, gute Streiter, Soldaten, die so kämpfen, wie du es dir wünschst. Herr, hilf uns, schenke uns die Kraft, die wir brauchen für den täglichen Glaubenskampf. Und bitte hilf uns, dass unser Leben durch deine Gnade so ist, dass unser Name im Buch des Lebens geschrieben bleibt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Chronik Kapitel 7. Es geht im Zusammenhang mit den Geschlechtsregistern der Stämme Israels um den Stamm Ephraim. Wir lesen in Vers 25 und Refach war sein Sohn und Reshef, und dessen Sohn Telach und dessen Sohn Tachan dessen Sohn Ladan dessen Sohn Amichut dessen Sohn Elishama dessen Sohn Nun dessen Sohn Josua und das ist natürlich der berühmte Josua, der zusammen mit Kaleb dafür einstand. Dass man zur Zeit der ersten Generation äh, nach dem Auszug das Land Kanaan erobern konnte und der dann einer von zwei Menschen war, der das tatsächlich, tatsächlich das Land Kanaan gesehen hat, und zwar als Nachfolger Moses und damit als von Gott bestätigter Führer des gesamten Volkes Israel. Er ist hier unter den Nachkommen des dem besonderen Nachkommen des Stammes Ephraim natürlich verzeichnet. Und ihr Eigentum und ihre Wohnsitze waren Betel und seine Tochterstädte, gegen Osten Naaran, gegen Westen Geser und seine Tochterstädte, sichem und seine Tochterstädte, bis nach Gaza und, seine Tochter, und seinen Tochterstädten. Und nach der Seite der Kinder Manasses waren Bet Shean und seine Tochterstädte, Taanach und seine Tochterstädte, Megiddo und seine Tochterstädte, Dor und seine Tochterstädte. Darin wohnten die Söhne Josefs des Sohnes Israels. Die Söhne Assers. Yimna und Jeschwa. Wir haben jetzt also nach dem Stamm Ephraim, der sogar noch geografisch hier äh, abgesteckt worden ist, so ähnlich wie wir es ja auch in im Buch Josua schon gelesen haben. Jetzt haben wir den Stamm Aser. Yimna und Jeschwa und Jeschui und Beria und Serach ihre Schwester und die Söhne Berias Heber und Malkiel. Das ist der Vater Birsaytz und Heber zeugte Javlet, und Schomer und Hotam und Shua ihre Schwester. Und die Söhne Japhlets, Passach und Bimhal und Ashwat. Das sind die Söhne Japhlets. Und die Söhne Schemers, Achi und Roga und Jechuba und Aram. Und der Sohn Helems seines Bruders Sophar und Jimna und Schelesch und Amal. Die Söhne Zopachs, Suach und Harnefer und Schual und Beri und Jimram. Bezer und Hoth und Schammer und Schilcher und Jitran und Beera und die Söhne Jetes, Jephunne und Pispa und Ara und die Söhne Ulas, Arach und Haniel und Rizia. Alle diese waren Söhne Assers, Häupter der Vaterhäuser, auserlesene, tapfere Männer, Häupter der Fürsten und 26.000 Mann von ihnen waren eingetragen für den Kriegsdienst. Wir sehen hier also, es gab offensichtlich besondere Geschlechtsregister oder Listen, nicht nur der Abstammung halber, sondern auch für den Militärdienst. Und wir sehen schon an diesen Zahlen, wie wir auch in den vorigen äh, Abschnitten gesehen haben, dass die hier erwähnten Namen nur einen minimalen Bruchteil dessen ausmachen, was es natürlich an Nachkommen gegeben hat. Also es ist nicht immer einfach herauszufinden, warum bestimmte... Personen hier aufgeschrieben werden. In einigen Fällen, wie zum Beispiel bei den Königen, bei den Priestern und hier bei Josua, ist das offensichtlich. In anderen Fällen ist es nicht immer ganz klar, warum bestimmte Personen, bestimmte Ketten an Geschlechtern besonders hervorgehoben werden. Aber Fakt ist, es gab natürlich sehr, 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 sehr viel mehr Nachkommen der einzelnen Stämme. Und die sind natürlich hier nicht alle verzeichnet, sondern der Schreiber der Chronik muss einen ganz bestimmten Zweck damit verfolgt haben. Es wäre lohnenswert, das ein bisschen mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu studieren, was hier eigentlich die Absicht der Chronik und des Chronikschreibers ist. Und Benjamin zeugte Bela seinen Erstgeborenen, Ashbel den Zweiten, Achrach den Dritten, Noah den Vierten und Rapha den Fünften. Und Bela hatte Söhne: Ada, Gera, Abichut, Abishur, Naaman, Achhoach, Gera, Shephufan und Huram. Und das sind die Söhne Echuts. Eh diese waren Stammhäupter der Einwohner von Geber, und man führte sie weg nach Manachat, nämlich Naaman und Achia und Gera. Dieser führte sie weg, und er zeugte Usser und Achichut. Und Schacharaim zeugte Söhne im Gebiet von Moab, nachdem er seine Frau Hushim und Ba'ara entlassen hatte, und er zeugte mit Hodesh seiner Frau Jobab, Sibia, Mesha, Malkam, Jeuz, Sachia und Mirma. Das sind seine Söhne, Stammhäupter. Und mit Huschim hat er Abitub und El-Paal gezeugt. Offensichtlich ist ein Anliegen, dass der Chronist verfolgt, immer wieder auch besondere Männer, die sozusagen als Stammhäupter in besonderer Verantwortung gestanden haben, hervorzuheben, um sozusagen ein bisschen die Struktur des Stammes vielleicht auch etwas mehr deutlich zu machen. Und die Söhne El-Paals, Heber und Mischam und Shemet, dieser baute Ono und Lot und dessen Tochterstädte. Und Beria und Shema waren die Stammhäupter der Einwohner von Ayalon. Sie jagten die Einwohner von Gat in die Flucht. Und Achjo, Shashak, Jeremot, Sebadja, Arad, Eder, Michael, Jishpa und Jocha sind die Söhne Berias. Und Zebadia, Meshulam, Hiski, Heber, Jishmerai, Jislea und Jobab sind die Söhne Elpals. Und Jakim, Sichri, Sabdi, Elienai. Ziletai und Eliel, Adaja, Beraya und Shimrat sind die Söhne Simeis, und Yishpan Heber und Eliel, Abdon, Sichri und Hanan, Hanania, Elam und Antotia, Jifteja und Penuel sind die Söhne Shashaks, und Shamscherei und Sechaja, Atalja, Jareshja, Elia und Sichri sind die Söhne Jerochams. Diese sind Stammhäupter nach ihren Geschlechtern. Oberhäupter, diese wohnten in Jerusalem. Hier haben wir also auch einen Hinweis, dass die Haupteinwohnerschaft von Jerusalem eigentlich Benjaminiten gewesen sind und dass diese auch einige interessante Dinge voll, vollführt haben, wie wir es vorhin gelesen haben, dass sie die Einwohner von Gad, also im Philisterland, in die Flucht geschlagen haben. Und in Gibeon wohnte der Vater Gibeons und der Name seiner Frau war Maacha und sein erstgeborener Sohn war Abdon und die übrigen zur und Kis, Baal, Nadab, Gedor, Achior und Secher. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir wünschen uns auch, dass in unserem Leben der Feind in die Flucht geschlagen wird. So wie die Kinder Benjamins aus einer bestimmten Gegend die die Feinde aus Gott in die Flucht geschlagen haben. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir so treu und so fest zu dir stehen, dass der Satan vor uns flieht. Das kann nur durch deinen Heiligen Geist geschehen und das bitten wir im Namen Jesu. Amen.